In Afrika sagt man, ihr, den Text hat sich wortartig übrigens gewünscht, ihr in Europa, ihr habt die Uhr, aber wir haben die Zeit. Das ist ein kleiner Mitmacheffekt, mein Zeigefinger ist ein Uhrenzeiger und er dreht sich. Und immer, wenn der oben ankommt, da macht ihr tick, 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 tick. Der Wilde kann auch noch andere Geräusche imitieren, zum Beispiel Kuckuck oder was weiß ich, irgendwas, fällt euch was ein. Ja, das ist ein sehr schönes Geräusch. Wer auch immer das gemacht hat, darf das gerne machen, soll das sogar machen. Sehr schön. Kuckuck darf auch jemand reden, aber bitte nur alle vier Ticks und sind so viele Kuckuck. Seid ihr bereit? Warte, Seele, warte, Zimmer, warte, Schleifen, warte, Schlangen, warte, Zeit am Stopp, Zildern, roten Ampeln, Unis, Wasser, Rutschen, Sprungbretter, Berglippen, warten auf den Monat, zu den Briefträger, Organspender, Handwerksmänner, warten auf den Tod. Sie wollte noch so viel mehr von ihrem Leben haben, nicht früh sterben, alt werden, mit der Zeit halt alle Wunden und brauchen erstmal Zeit. Morgens, wenn sie im Spiegel sah, sah sie Falten kommen, Schönheit verlieren, nur die Narben blieben. Und wo ist die Jugend hin, wo sind die Jahre geblieben, die aufgesparten Sieben, wie? Wie hat sie die Zeit eingeholt? Schneller atmen, schneller essen, schneller denken, schneller gehen, schneller sein, zu schnell. Doch die Uhr tickt, 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 weiter. Unbeeindruckt. Was hat sie jetzt schon wieder eingeholt? Die Vergangenheit, Schatten der Gegenwart, müdes Gestern von heute überholt, müdes Gestern war eingeschlafen, vergeudete Zeit an regnerischen Sonntag. Die Gestern fragt dich, warum kann man nicht rückwärts leben, Zeit gewinnen statt Zeit verlieren, nicht runter, sondern auffallen. Nur die Zeit vom Morgen ist noch nicht am dicken Deck. 44 zwischen heute voller Lebensdurst am Morgen. Sie hört die Kirchturm, Ruhe, 8 mal schlagen, 8 Uhr Nachrichten zur vollen Stunde, morgens früh um 8 mit Kaffee gemacht, der Bus zur Arbeit kommt erst 7:45. Der Viertel nach 8 Bus ist immer rammelvoll, Katastrophenbahn. Keiner will zu spät kommen, die Uhr ist ein Diktator. Sie denkt, man müsste alle Uhren stehlen. Vielleicht bleibt dann ja mal die Zeit stehen. Ist es wirklich nur ein Traum, ein Leben mit viel Zeit? Genügend Zeit, du hast 2 Minuten Zeit, darüber nachzudenken. Vorbei, schreib den Namen drauf, gib den Zettel ab, zu spät, die Frist ist abgelaufen. Bitte stellen Sie sich hinten an. Aus Sekundenunachtsamkeit bei der Autofahrt wird ein Leben im Rollstuhl noch 40 Jahre bis zur Rente. Dann kommst du ins Pflegeheim, zählst noch die Zeit zum Besuch deiner Kinder aus. 40 Jahren werden ein paar Wochen. Abgefahren, der Zug von der Zigarette macht das Leben kürzer, liegt in der Kürze die Würze, denkt sie die Kettenraucherin und malt mit Edding eine zeigerlose Uhr an die Großstadt, Betonwand und wand dann doch, sie bekommt eine SMS auf ihr Mobiltelefon, geh mit der Zeit oder die Zeit geht ohne dich, braucht man nicht, wenn du nur einen Schleim pro Stunde am Fließband, Folie packst, Seifenblasen vom Band von früh bis spät im Fernsehen, was die Zeit bringt, 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 Lebensqualität. Wenn du Geld hast, du weniger Zeit verbrauchst, kein Geld zu verdienen. Ich hab alle Zeit der Welt, denkst du noch, als ich dein Uhrenradio weckt. Zu wenig Schlaf? Und doch, das halbe Leben verpennt. Zum Ausruhen ist jetzt keine Zeit. Zum Mensch sei nicht die richtige Zeit. Aber wozu ist die Zeit dann da? Fragt sie die Großstadtbetonwanduhr und sie malt ihr mit Tätting eine zeigerlose Uhr. Die Großstadtbetonwand und wankt dann doch. Und wankt dann doch. Scheiße. Ja, ich habe voll falsch geredet, das war das Problem. Weil ich habe die falsche Zeile, die war schon vorher mal dran. Und jetzt voll. Egal. Wozu ist die Zeit dann da? Fragt sie die Großstadtbetonwanduhr und sie malt ihr mit Edding ein Fragezeichen auf den Bauch. Kommt nämlich. Diese Frage stelle ich mir auch. Murmelt ein Greis im Vorbeigehen. Ist die Zeit ein Meister? Was du auch machst, du verpasst. Die Frage ist, was
du daraus machst. Ob du in Sekunden lauscht oder sie nur als Teil der Stunde siehst. Der Zeitdruck macht den Menschen kaputt, wie die Welt nun mal ist, wenn sie nie wieder werden drum. Nee. Schau es an durch die Lupe. Mach ein Foto davon und kleb es dir auf die Stirn. Wenn du im Zeitzug sitzt, mach ein Fenster auf, streck die Hand raus und greif zu, begreifst du? Also all die Hektik umsonst, seufzt sie, dank dem Kreis geht langsam nach Haus. Es ist schon spät, ab heute nie zu spät, denn ab heute lieg ich immer an der Zeit, denkt sie und lacht. Danke.